Wir Frauen sind ja bekannt dafür, Multitasking betreiben zu können. Multitasking ist toll. Wir machen tausend Sachen auf einmal. Wir können noch mehr schaffen als sonst. Ist es wirklich so toll? Ist Multitasking toll, oder? Gibt es da einen Widerspruch in sich? Herzlich willkommen zur Folge der Woche, zum Glückstipp der Wolfswoche von Unendlich Glücklich. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin hier, um dir weiterzuhelfen, dass es leichter wird bei dir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen, es geht wieder weiter mit dem nächsten Glückstipp der Woche. Bei mir geht es immer um Leichtigkeit. Und heute habe ich mir das Thema ausgedacht, was mir sehr am Herzen liegt, Multitasking. Hast du bestimmt schon gehört, vor allem wir Frauen kennen das nur zu gut. Es wird uns ja gut geschrieben, dass wir Multitasking-fähig sind. Wir können alles machen, gleichzeitig tausend Dinge. Yeah! Wirklich? Yeah? Also bis vor ungefähr 10 Jahren dachte ich genauso. Wir Frauen sind multitaskingfähig, im Gegensatz zu euch Männern, die ja nur eins machen können. Die Männer konzentrieren sich nur auf eins. Und wir machen nebenbei 10 Dinge gleichzeitig. Ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, multitaskingfähig zu sein, hört sich ja schön an. Und es klappt auch. Also wir können das tatsächlich. Ich kann 10 Dinge gleichzeitig machen. Sei mir nicht so übertrieben, 5. Es ist so. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Ich habe gemerkt, dass Multitasking, also wirklich viele, viele Dinge gleichzeitig zu machen, mich total aus der Balance bringt, mich total durcheinander bringt, mir total meine Kraftreserven raubt, mich total aus meiner Mitte bringen lässt. Weil wenn ich nämlich 10 Baustellen gleichzeitig habe und auch die 10 Baustellen gleichzeitig abarbeite, dann bin ich nicht bei mir. Dann schaffe ich das zwar alles, diese 10 Baustellen, sondern 5, aber mir geht es nachher bescheiden. Ich bin nachher fix und fertig. Ich bin jeden Abend, ich glaube um 7, todmüde ins Bett gefallen mit den kleinen Kindern, als sie noch klein waren. Ich konnte nicht mehr und ich habe nicht gewusst, warum, weil ich habe so viel geschafft. Es war doch so toll. Ich habe so viel getan. Und ich war fix und fertig. Und ich habe dann irgendwann mal von Multitasking gelesen. Und wie toll es ist, dass wir das alles schaffen und dass wir da so toll sind und die Männer nicht und so weiter. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe dann meinen Mann beobachtet. Und ich habe beobachtet und immer wieder beobachtet. Und das, was ich zuerst belächelt habe, habe ich dann nachgemacht. Ich mache jetzt zwar nicht eins auf einmal nur, das ist mir zu langweilig. Das würde ich auch gar nicht wollen. Aber ich mache mindestens 2 Sachen, wenn nicht 3 oder 4. Also sagen wir mal 2, 3 fertig. Und ich stoppe immer wieder zu. Sagen wir mal, ich koche. Nebenbei höre ich mir noch ein Seminar an. Weil ich fortbilden muss man sich immer. Und dann kommt noch ein Kind und möchte was von mir. Gleichzeitig mache ich aber 3 Gerichte. Ich stoppe irgendetwas.
Sobald ich nicht mehr klarkomme, dass ich nicht mehr weiß, welches Gericht ich jetzt gerade weitermachen muss, stoppe ich das Seminar. Sobald ein Kind kommt und was möchte von mir, stoppe ich das Seminar, höre zum Kochen auf und sage, okay, du bist dran, was willst du? Ich habe auch gelernt, Nein zu sagen, und zwar indem ich sage, stopp, Moment, gerade geht's nicht, Moment, warte kurz. Dann mache ich das fertig, wo ich gerade dabei bin. Und dann sage ich, jetzt bist du dran, was willst du? Wie kann ich dir helfen? Also ich habe wirklich gelernt, nur eine oder zwei Sachen gleichzeitig zu tun. Weil ich kann natürlich umrühren, den Topf, nebenbei ausschalten, mein Tablet und sagen, ja bitte, was möchtest du? Wie kann ich dir helfen? Es sind trotzdem mehrere Sachen auf einmal. Trotzdem stoppe ich alles. Ich stoppe so viel wie möglich, um mich nur auf eins oder zwei konzentrieren zu können. Also Single-Tasking oder Duo-Tasking, das ist in Ordnung, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann 10 Sachen auf einmal machen. Kein Problem. Ganzen Tag, kein Problem. Aber ich bin am Abend fix und fertig. Und das möchte ich nicht mehr. Habe ich mir gedacht vor vielen Jahren. Deswegen habe ich das aufgehört. Also ich habe mir von den Männern abgeschaut, mich nur um eins oder zwei Dinge zu kümmern. Und weißt du, was passiert, wenn du nur kochst? Also wenn du wirklich gar nichts anderes machst. Wir reden jetzt mal von der einfachsten Sache der Welt, die fast jeder täglich macht. Wenn du nur kochst, wenn du nur saugst, wenn du nur bügelst. Wir reden jetzt vom Haushalt. Wenn du nur im Computer was eingibst und nicht nebenbei noch was anderes tust. Wenn du dich nur mit den Kindern unterhältst oder mit deinem Mann, deinem Partner, wenn du ein Mann bist. Wenn du nur eins machst, dann kannst du in dieser Aufgabe dich verwirklichen. Es hört sich blöd an. Wie kann ich mich beim Kochen, beim Bügeln, beim Putzen verwirklichen? Doch, ich schwöre dir, das ist wie eine Meditation. Du kochst einfach so dahin, du wirst merken, das Essen schmeckt anders. Und ich bin jetzt keine 24-Stunden-Hausfrau. Ich mache immer nur das Nötigste, was gerade wichtig ist und fertig. Weil ich will ja arbeiten, ich will ja meine Arbeit hier machen. Trotzdem habe ich diesen Haushalt, den ich machen muss. Und du wirst merken, beim Bügeln meditierst du, weil du während du bügelst, kannst du überlegen. Und wenn du überlegst, also wenn du einfach die Gedanken ziehen lässt, kommen, ziehen, egal bei welcher Tätigkeit, bist du bei dir, du bist in deiner Mitte und du kannst es erstens besser genießen, zweitens geht es dir selber besser, du bist ruhiger. Es ist alles viel leichter, es geht leichter von der Hand, es geht schneller. Obacht, tatsächlich ist es so. Also auch wenn du 10 Dinge gleichzeitig gemacht hast, bist du schneller, wenn du sie einzeln nacheinander machst, weil du konzentrierst dich dann auf diese eine Aufgabe und kannst sie genau mit dem Ehrgeiz und mit dem Know-how, mit deiner Stärke, kannst du alles einbringen und dann wird es noch viel, viel schöner und viel besser. Ganz, ganz wichtig sind natürlich Pausen, aber das kennst du schon von mir. Pausen sind einfach wichtig. Ich mache immer Arbeit, Pause, Arbeit, Pause, Arbeit, Pause. Mein Mann sagt immer, du mit deinen Pausen. Mein Mann arbeitet 10 Stunden durch. Ich nicht. Ich mache Pause, Arbeit, Pause, Arbeit, Pause, Arbeit, Pause. Probier es aus. Mach kein Multitasking mehr. Auch wenn wir es können, wir müssen es nicht tun. Mach es nicht mehr. Mach Single- oder Duo-Tasking. Und mach Pausen. Ich freue mich darauf, was du dazu sagst, ob du es ausprobiert hast, ob du selber der gleichen Meinung bist oder nicht, oder ob du sagst, nein, mit Multitasking komme ich viel weiter. Schreib mir einfach alles unter diesem Glückstipp. Ich freue mich auf jede Zension, dein Lob, deine Kritik, was auch immer. Also ich freue mich immer, wenn du eine Frage hast, schreib sie drunter, ich antworte ganz bestimmt. Und abonniere meinen Kanal, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, geh auf meine Website, was auch immer. Abonniere das alles, damit du nichts mehr verpasst, damit du jeden Glückstipp der Woche genießen kannst, denn jeder Glückstipp bringt dich weiter. Und ich weiß nicht, ob du schon von meinen Leichtigkeitstipps gehört hast, die gibt es momentan kostenlos auf meiner Website. Ganz, ganz oben findest du ganz leicht. Und wenn du deinen Tag leichter gestalten möchtest, nimm das Journal, das ich kreiert habe. Nimm das Journal. Ich weiß, man sieht es jetzt nicht so gut, aber du kannst alles hier reinschreiben und kommst, ja, das Licht ist zu hell, und kommst
täglich weiter. Ich wurde gefragt, was ist denn das? Das ist ein Tagesjournal. Du schreibst jeden Tag, füllst du ein paar Fragen aus und du kommst und du bestimmst morgens schon den Tag, damit er anders verläuft, wie es bis jetzt ist. Also, ich kann dir noch eins sagen. Schön, dass du da warst. Schön, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love.